Ohne Scheiß, Bro, das ist jetzt doof, weil wir eigentlich schon am Ende waren, Digga. Aber irgendwie wollte ich nochmal auf das Thema trotzdem kurz eingehen. Schneid rein. Mit deinem Bruder, so, der gestorben ist, so. Was da. Kann man darüber reden? Na klar. So? Was da Ich passiert halte ihn ist? in Ehren. Mich hat noch nie jemand darauf angesprochen im Interview. Sein Name ist Joachim Tschenko. Er ist 2009 leider verstorben. Ich kannte ihn, seitdem ich klein bin. Er war immer 2, 3 Jahre älter, war auch immer mit den Älteren. Ein sehr, sehr, sehr korrekter Typ. Der hat immer, anstatt der die Kleineren abgezogen hat oder gepiesackt hat, hat er sich um die gekümmert. Und er hat gerappt, bevor ich gerappt habe. Echt? Ja, er war schon am Start. Hatte in seinem Keller damals im Kinderhaus, hat er sich alles aufgebaut, hier mit Turntables und so. Und wir haben auf Kassette aufgenommen. Und irgendwann, als ich angefangen habe zu rappen, kam der zu mir. Und das war für mich voll die Ehre, weil er war voll die Nummer damals, ne? Kam der zu mir und hat gesagt, ey, ich finde gut, was du machst. Komm mal bei mir in den Keller. Lass mal ein bisschen aufnehmen. Und unser Aufnehmen war früher nur Freestyle. Und er war ein Motherfucker im Freestyle. Daher auch meine Ambition zu freestylen. Da bin ich mit meinen Jungs hingegangen. Erste Mal, das war sehr krass. Und dann hat der Typ mir das Mikrofon in die Hand gegeben und hat zu mir gesagt, wenn du rappst, halte niemals den Kopf zu, so wie die das alle machen auf cool. Halte immer den Griff, weil dann versteht man dich am besten. Und seit diesem Tag mache ich das immer. Wirklich, bis heute. Und dann haben wir gerappt und er hat das alles auf Tape aufgenommen gehabt. Und dann haben wir uns angefreundet. Dann wurden wir sowas wie beste Buddies. Kommt er auch von hier? Aufs Kinderhaus, ja, Münster. Und der war mit einem Mädchen zusammen. Sehr lange Zeit. Und dieses Mädchen hat irgendwann, wo wir auch älter geworden sind, hat dann irgendwie Filme auf den gemacht. So ist ihm fremdgegangen und sowas. Ne? Und er hat auch eine Ausbildung zum Tischler gemacht. Und er war gerade kurz vor seiner Prüfung, weiß ich noch ganz genau. Da hat er mich angerufen und meinte, ey, mir geht's voll scheiße. Da bin ich da hingefahren, hab ich gesagt, was ist denn los? Und so meinte er, meine Frau hat mich betrogen und dies, das. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und hat dann auch schon Flasche gehabt, hat schon getrunken und so. Habe ich gesagt, komm, wir trinken zusammen. Erzähl mir, lass raus, so, ne? Scheiß drauf, wenn die gemacht hat, war das eh nicht die richtige. Er meint, ich habe extra Wohnung geholt, alles eingerichtet. Während ich am Arbeiten bin, hat die mit irgendjemandem hier schon öfter rumgefickt und so. Ich habe gesagt, ey, ich will gar nicht wissen, was willst du machen, ich bin dabei. Da meinte, ich habe nicht mal Kraft, irgendwie den Typen was anzutun oder so. Der war richtig down, weil der hat die richtig geliebt, er war auch immer voll der korrekte Junge so. Und dann meinte, ich kann damit nicht umgehen und so. Und dann meinte ich, wie meinst du das? Ich so, scheiß doch dann auf die. Es gibt, du bist auch jung, es gibt genug andere. Und dann meinte er, nein, das ist die Frau meines Lebens gewesen und so. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, bla bla. Und dann ist er irgendwann in Alkoholexzesse verfallen, hat permanent nur noch getrunken. Habe ich auch so Geschichten gehört, wie der in die Stadt gefahren ist, sich geprügelt hat auf Besoffenen und so. Und dann bin ich da hingegangen, habe ich gesagt, ey, was machst du da und so. Und dann hat er gesagt, nix, ich muss irgendwas anderes machen, ich muss mich ablenken. Aber lass doch Musik machen. Und ich war zu der Zeit voll gut aufgestellt, hatte so meine eigene Crew und so, Life is Pain schon zu der Zeit. Habe ich gesagt, komm doch und so. Meinte, ich habe irgendwie keinen Bock. Er war so richtig depressiv und lustlos. Und du kannst ihn ja nicht zwingen, ne? Ich kann ihn ja nicht auf meine Schulter nehmen, wie so ein Ding und so. Er Ging muss es nicht. selber wollen, ja, safe. Und dann hat er sich immer weniger gemeldet. Irgendwann haben wir uns kaum mehr gesehen. Er hat auch die Anrufe niemals mehr beantwortet. Und dann habe ich nur noch gehört, wie der mit irgendwelchen Koks-Junkies ist. Und dann habe ich gehört, wie der auf einmal mit irgendwelchen Shore-Junkies ist. Und dann habe ich gehört, wie der auf einmal hinterm Bahnhof gelandet ist. Dann habe ich ihn aufgesucht. Und er hat mich gar nicht erkannt, Digga. Der hat mich nicht erkannt. Und als ich den dann gepackt, weil ich wurde dann emotional, habe ich ihn gepackt, habe richtig laut geschrien, willst du mich verarschen? Komm mit und so. Hat er mir eine gegeben. Er war sehr schwach. Das war jetzt nicht. Hat er mir eine gegeben und ist dabei selber so umgefallen. Und hat mich so angeguckt. Und dann habe ich ihn so angeguckt, Alter, habe ich gesagt, Alter, bin ich einfach weggegangen, ne? Und dann habe ich gehört, kurze Zeit später ist er gestorben. An der Überdosis hat dann irgendwie gekotzt und ist in seiner eigenen Kotze erstickt. Scheiße, Digga. Das ist krass, Bro. Da war ich bei seiner Beerdigung.
Die Mutter, so eine liebe Mutter. Der hat noch einen kleinen Bruder gehabt. Einen Neffen. Sehr traurig. Also eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. Und das hat mich geprägt, Bruder. Glaube ich dir, Bruder. Und der hat immer zu mir gesagt früher, wir sind nicht so, wir rappen nicht, was wir nicht sind. Wir rappen nur das, was wir sehen und was wir fühlen. Daher kommt das, Bruder. Krass, Digga. Deswegen, möge er in Frieden ruhen. Rest in peace, Bro. Rest in peace, Digga. Ja, Mann. Bro, danke für die Offenheit, danke für das Gespräch, Bruder. Sehr gerne.